Wir sind im Norden von Thüringen. Hier liegt das Kyffhäuser Gebirge. In erreichbarer Nähe liegt der Harz. Hier im Kyffhäuser Gebirge schläft Kaiser Friedrich Barbarossa, genannt der Rotbart. Guten Morgen, ich bin Uli Kronenberg und ich bin anderswohin. Und heute bin ich am Kyffhäuser Denkmal. Das, was man immer so salopp als den Kyffhäuser bezeichnet, ist eigentlich das Kaiser Wilhelm Denkmal auf dem Kyffhäuser. 1896 wurde es eingeweiht. Es ist das drittgrößte Denkmal in Deutschland. 81 Meter ist das Denkmal hoch. Es zeigt einmal die Sandsteinfigur von Kaiser Barbarossa und das Reiterstandbild von Kaiser Wilhelm I. Hier steht der alte Barbarossa, der Kaiser Friedrich. Im unterirdischen Schlosse hält er verzaubert sich. Er ist niemals gestorben, er lebt darin noch jetzt. Er hat im Schloss verborgen, zum Schlaf sich hingesetzt. Zur Barbarossa-Sage erzähle ich später noch etwas. Wir befinden uns jetzt vor dem Denkmal unten und können das Bild von Barbarossa jetzt sehen. 6,50 Meter ist dieser Barbarossa hoch. Man sieht ihn hier sitzen im Gebirge auf einem Stuhl. Er ist umgeben von Zwergen und anderen Gestalten. Von Barbarossa weiß man ja nicht, wo er begraben ist. Hier ist Barbarossa im Kyffhäuser. Er ist der schlafende, aber wiederkehrende Kaiser. Und er war im 19. Jahrhundert die erhoffte Symbolfigur für die nationalen Sehnsüchte der Deutschen. Eine Etage über Kaiser Barbarossa, da reitet der Kaiser des Neuen Reiches hervor, Wilhelm I. Das ist die Symbolik dieses Denkmals. 10 Meter ist diese Darstellung von Kaiser Wilhelm I. hoch. Entworfen hat diese ganze Anlage der Architekt Bruno Schmitz. Inzwischen sind wir eine Etage höher gestiegen. Wir befinden uns jetzt hinter dem Denkmal. Und man sieht, hier ist ein sehr modernes Gebäude. Das ist ein Selbstbedienungsrestaurant. Hier oben, wo dieses Kyffhäuser Denkmal steht, da war einmal eine Reichsburg. Das war eine riesige Burg, von der heute nur noch Ruinen da sind. Man kann da unterscheiden zwischen Ober-, Mittel- und Unterburg. Hier an der Oberburg, da führen Stufen hoch, da kann man einen Teil der Ruinen sehen. Und hier steht noch der Turm der Oberburg. Wir steigen jetzt mal die Stufen zum Turm rauf. Hier oben gibt es eine Ausstellung zum Kyffhäuser, zur Reichsburg und zur Barbarossa-Sage. Und da möchte ich euch vorlesen einen Text von Friedrich Rückert von 1824. Der Kaiser Friedrich im unterirdischen Schlosse hält er verzaubert sich. Er ist niemals gestorben, er lebt darin noch jetzt. Er hat im Schloss verborgen, zum Schlaf sich hingesetzt. Er hat hinabgenommen des Reiches Herrlichkeit und wird ans Wiederkommen mit ihr zu seiner Zeit. Der Stuhl ist elfenbeinern, darauf der Kaiser sitzt. Der Tisch ist marmelsteinern, worauf sein Haupt erstützt. Das Gedicht geht noch weiter, aber den Rest lassen wir mal. Das hier ist eine Modelldarstellung dieser Reichsburg. Da sieht man mal wirklich schön, wie groß die eigentlich gewesen ist. Die Treppenstufen hier, die führen runter zum Burgbrunnen. Der ist so zwischen 1140 und 1180 in Handarbeit in den Felsen reingeschlagen worden. Der ist 176 Meter tief und gilt damit als tiefster Burgbrunnen der Welt. Von hier oben ist wirklich der Ausblick in die Landschaft herrlich. Wir gehen jetzt mal um das Denkmal rum. Hier führt eine Treppe in den unteren Innenraum des Denkmals rein. Innen drin, da führt hier dann eine Treppe bis ganz oben zur Spitze, bis zur Krone hinauf. Hier unten, das ist jetzt eine ziemlich große Halle.
In einer Ecke steht diese Urne. Es ist die von Professor Bruno Schmitz, derjenige, der dieses große Denkmal hier gebaut hat. 1916 wurde er hier bestattet. Die Urne ist heute leer. Die Verwandten von Bruno Schmitz haben ihn dann in Düsseldorf bestatten lassen, weil man der DDR-Regierung nicht getraut hat. Und auf der anderen Seite, da steht die Urne von Professor Alfred Westphal. Er war der Bauleiter des Kyffhäuser-Denkmals. 1924 wurde er hier beigesetzt, hier in der Kuppelhalle. Und in der schauen wir uns jetzt noch ein bisschen um. Anscheinend kann man hier in der Kuppelhalle auch heiraten. Wer das hier an dieser Stelle tut, der verspürt mit Sicherheit einen Blick im Rücken. Es ist der Blick des Kaisers. Naja, und ich spüre Barbarossas Blick im Nacken. Das war's dann vom Kyffhäuser Denkmal. In diesem Sinn, tschüss.